Kenias Bäume wachsen wieder. Dank Menschen wie Muhia Kimani. Die Versteppung seines Landes bekämpft der Förster seit 25 Jahren, indem er Bäume pflanzt. Anfangs der 80er Jahre gehörte er zu den ersten, die im Auftrag der Regierung Aufforstungsstationen aufgebaut und die Bauern zum Baumpflanzen motiviert haben. Auf besonders fruchtbaren Boden sind Muhias Worte bei einer Frauengruppe im Städtchen Kitui gefallen. Seit einem Vierteljahrhundert pflanzen sie Bäume mit ungebrochenem Elan. In all den Jahren hat Muhia auf die Anliegen der Menschen wie auf jene der Bäume gehört. Die Bäume haben mir im Laufe der Jahre erzählt, dass sie für unser Überleben da sind und dass wir wiederum ihr Überleben garantieren. Manchmal, wenn ich ihr Verhalten beobachte, werde ich an die Schöpfung und unsere gegenseitige Abhängigkeit erinnert. Wenn man die spirituelle Seite der Bäume betrachtet, stellt man fest, dass Menschen, die den Wert der Bäume erkennen, besser miteinander umgehen. Man findet keine Vögel, wo es keine Bäume gibt. Wenn die Sonne untergeht, gibt es Vögel, die, wie der Hirte seine Schafe, die Menschen zur Heimkehr ermahnen. Dann spätestens verneigt man sich vor den Wundern der Natur. Der Busbahnhof von Nairobi. Der steigende Bevölkerungsdruck sorgt in Kenias Hauptstadt für Umweltprobleme und Chaos. Bereits mehr als 2,5 Millionen Menschen versuchen hier ihr Glück. Und täglich werden es mehr. In Nairobi ist Muhia Kimani seit Jahrzehnten zu Hause. Gegen die Umweltbelastung in der Hauptstadt hat die Regierung vor 25 Jahren nichts unternommen. Ihre ersten Programme wurden auf dem Land umgesetzt. Wer sich für Bäume einsetzen wollte, musste sich bereit erklären, Nairobi zu verlassen und in abgelegenen Gebieten zu arbeiten. Auf dem Busbahnhof war Muhia Kimani als Regierungsangestellter nie anzutreffen. Ihm standen Auto und Fahrer zur Verfügung. Per Bus reist Muhia erst seit der Pensionierung. Einmal pro Jahr steht eine Reise an, die ihm wie keine andere am Herzen liegt. Muhias Ziel ist das Städtchen Kitui, wo die Frauengruppe lebt, die er vor 25 Jahren ins Bäumepflanzen eingeweiht hat.